Wir müssen los. Heute ist Giftblatttag. Also, Prost, guten Morgen erstmal, liebe Leute. Heute ist der letzte Tag im Halbjahr. Und dann sind Winterferien. Eine Woche bei Oma. Du, meine Tochter ist in der Schule. 10.30 Uhr hole ich es ab heute. Fahre nur ganz kurz nach Hause, um nochmal was zu bequatschen mit Marlies wegen Schule, Elterngespräch. So, und ich bin super schnell durchgekommen. 20 Minuten, meine Fresse. Oh, das ist neuer Rekord, ist das. New World Record! Bin ich da zu schnell gefahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein, natürlich nicht. So sieht's aus. Also, jetzt kurz quatschen und dann fahre ich wieder hin und hol meine Tochter wieder ab. Jetzt ist die Fahrer heute furchtbar. Ey, hast du übrigens gesehen, apropos, will mal was passieren, dass sie den blauen Wagen bemalt haben, geschmiert haben? Den blauen Kinderwagen, der draußen steht. Mein Kinderwagen? Ja, der ist voll Graffiti. Nee. Ja. Vorne drauf? Auf viel Weberuf. Ich kotz richtig ab, eigentlich. Kinderwagen, die sind bescheuert, die sind einfach völlig durch. Eine Viertelstunde noch warten. Und dann ist meine Tochter in die Ferien entlassen. Ja, danach möchte sie zu Karstadt gerne gehen, etwas essen. Danach wird eigentlich das Hermesrad, hoffentlich schaffen wir das, dass das Rad von Hermes abgeholt wird. Jetzt kann ich langsam losstiefeln. Du willst zu Karstadt? Ja. Karstadt. Gibt's mein Lieblingsessen? Kartoffelpüree mit gemischtes Gemüse und einer Soße. Da gibt es eine Erdbeer auf der Sahne und in der Sahne sind Erdbeeren noch versteckt. Und dann darunter ist noch so eine Pute. Karstadt ist kein. Oder ich sehe es gar nicht. Meine Augen sind zu schlecht. Ich kann gerade mal dahin sehen, dass vor uns eventuell ein Auto ist. Da. I see nothing. It's a little bit funny. Just feeling inside. Das ist Karstadt. Karstadt. Siehst du nicht, da steht Karstadt. Karstadt. Guck mal, Polizei. Pulle Bier, Pulle Korn, Polizei. Da. Wofür ist das da? Die machen Kontrolle. Hey, Polizei. Mausefalle. Bitte, Mausefalle. Bitte, Vater. Oh, Mist, da ist ja WSN unterwegs. Das habe ich natürlich nicht berechnet. Da ist WSN unterwegs. WSN. Wertschutz National oder so. Nichts Schnutz. WSN Sicherheit und Service. WSN Sicherheit und Service. Richtig. Was machen wir hier? Wir gehen zu Karstadt. Du wolltest doch zu Karstadt. Ja, aber ich kann nicht sehen, dass hier Karstadt. Mama und ich waren hier noch nie. Nee? In the back of Karstadt. Ich fahre mir runter und dann fahren wir hoch. Oh, das ist total. Das ist total verwirrend. Da kannst du nicht mehr einfach. Das ist ein Parkplatz. Parkplatz? Das ist ein Parkplatz. Ein guter Parkplatz ist was wert. Ein guter Parkplatz. Auch in die Kantine. Manchmal kommen wir jetzt so vor, als wenn die Leute heute ganz anders gebaut sind als damals. Alter, Kinder, so passt ja kein Fuß drin. Wir probieren mal kurz hier. Das kann man doch. Die sind heute anders gebaut, die Leute. Man kann die doch gar nicht mal anziehen.
Hm? Man kann die doch gar nicht anziehen. Richtig, die kann man ja nicht anziehen. Wenn du diese mit so einem Schuh gehen, oder? Was brauche ich denn für eine Schuhgröße? Alter Gott, das ist halt ein Monsterfuß. Na, dann schieb mal los. Was willst du denn trinken? Was ist das? Eiselbeerquark. Kann man auch mischen, wa? Den Preiselbeerquark, jetzt wie so drei Kugeln Eis oder so, muss man ein bisschen mischen. Preiselbeerquark nehmen wir, Sahnesoße, Vanille nehmen wir nicht, Rahmjoghurt-Mango. Rahmjoghurt-Mango. So ein Mangostückchen. Und Banane in Vanillesoße. Tja, also Banane im Vanillemantel mit Nutella. Schmeckt süß wie Banane im Vanillemantel mit Nutella. Was haben wir hier? Diesen Erdbeerjoghurt? Erdbeer, nicht Waldbeer. Der schmeckt auch sehr gut. Und dann haben wir Mango-Quark. Schmeckt auch sehr gut. Willst du mal kosten? Willst du nichts davon kosten? Naja, du hast Kirschen, ja. Ist ja passagebeugend. Unglaublich. Zack und tschüss. Da muss eine Batterie rein hier. Das soll eine Decke sein. Ich finde die voll süß. Wenn man streichelt, schlafen sie ein. Oh, ich hätte so ein Eisbär. Meine ist ein Junge. Mit der Zahnbürste. Das ist das gleiche von Paul. Das ist das gleiche wie von Paul. Da kann seine Anziehsachen, da ist seine Zahnbürste und sein Becher. Das könnte auch zu Paul passen. Wie viel kostet das? 12 Euro. Und das? 9 Euro. 21. Wieder zu sitzen hier im Auto. Raus zu sein aus diesem Konsumtempel. Warum? Weil ich Karstadt hasse wie die Pest. Hey, Kasse, Kaufhäuser, was auch immer, wie das heißt. Einkaufszentren hasse ich wie die Pest. Jetzt fahren wir nach Hause. Kommt da noch Ratterpolen bei mir? Oder war er schon da? Du kommst gleich, ja? Alles klar. Mann, ey, da haben wir echt Glück gehabt jetzt. Was denn? Dass der Hermesmann noch da war. Ja, wenn wir noch länger jetzt in Karstadt gewesen wären, ist ja, dann hätte ich den verpasst. Hab ja gesagt, ich hab noch einen Termin. Das war der Termin. Ja, wo ich hab, Nigga? Was lag, Motherfuck? Nee, aber für Kipp, guck mal hier. Modekollektion für Baby Born. Oh, Baby Born. War das so, oder? Ja, irgendwie so. Oh, ja,
Bis später. Nur eine Sache zum Antenne. Das geht natürlich gar nicht. Da taucht nur eine Sache zum Antenne. Hat der Tag da 5. Ja, voll die Macke, ey. 11 Minuten, um Parkplatz zu finden, ey. Boah! So, jetzt habt ihr das mal gesehen. Das lade ich wahrscheinlich sogar noch voller Länge hoch. Parkplatzsuche an Markttagen hier ist der Ätz. Fährst du hier 10-mal eine Runde und dann... Naja, wir haben es geschafft. Also. Jetzt gucken wir mal hier in den Katakomben. Ich werde nämlich jetzt das eine LAN-Kabel oder die beiden LAN-Kabel zurückziehen. Weil ich die nicht brauche. Ich brauche die hier unten nicht mehr, weil ich den Computer nicht hier unten stehen haben werde. Genau, das HDMI-Kabel, das läuft dann direkt von der Übertragung hier direkt hoch in den Computer und wird von oben gestartet. Da bleibt der oben stehen und oben ist alles safe, alles sicher, alles cool. Ah, schon 2 Balken weg. Ja, es ist ja wirklich ein sehr aufwendiges Video. Ja. 2 Balken müssen da verschwinden. Alle zurückbauen. Unglaublich. Jetzt sind wir soweit. Was heißt wir? Icke. Wir, das wäre ja schön. Ein Wir wäre schön. Nee, ich mache das alleine heute. Heute ist keiner da. Kabel halt zurückgezogen, den ganzen Weg, schaut euch das an. Den ganzen Weg, da hinten irgendwo ist der Fahrradkeller. Bis hier. Jo, da geht es ja oben in unsere Wohnung und da geht es ja nochmal durch den ganzen Raum. Das werde ich jetzt hochziehen und da hinten muss es hin. Kommt in der Kamera, hier kommt es hoch. Direkt neben der Gasleitung, nicht wahr? Jetzt schaue ich mal oben, wie die Situation ist und werde mal meine Frau aktivieren. Ich muss jetzt ziehen und ich muss schieben. Und es ist vollbracht. Ups. Wenigstens meine Tochter hat mir geholfen. Das Kabel ist oben. Jetzt machen wir oben weiter. Hast du fantastisch gemacht. So, jetzt verlegen wir den Quatsch. Das ist meine Kugel. Meine Kugel. Nun ist das Kabel angekommen in der Kammer. So viel ist noch übrig, meine Güte. Aber könnte ich noch einmal wieder zurück zum Keller. Jo. Jetzt schließe ich es gleich an und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Muss ich drüben im Wohnzimmer noch mal wieder umbauen. Aber das geht auch ganz schnell. Machen wir mal ganz schnell und dann läuft hier das Netz. Geschafft. Ich hoffe, es funktioniert.
Einmal frei. Das funktioniert. Ich freue mich sehr. Das muss ja nicht alles sein. Ich habe die Kinder gefragt, ob sie Würstchen essen wollen. Nee, muss ja nicht alles sein. Du wolltest keine Würstchen. Du hast mich nicht gefragt. Du hast sie nicht gefragt. Ja. Mich hast du nicht gefragt. Ja, ich kann nicht alle fragen. Papa hat, glaube ich, gesagt, nein, er will keine Würstchen essen. Ich kann ja gefragt, ob sie Würstchen wollen, was nicht gemacht. Nein, kann ja nicht alle fragen. Das ist schon recht unübersichtlich hier im Haushalt. Jetzt haben wir Band übrigens, ne? Die haben 1, 2, 3 Kinder. Hm, kann ja nicht alle fragen. Und ist ja nicht so, dass du auf der Straße rumlaufen musst. Kann ich ein bisschen nehmen? Guck mal, wie sie bettelt nach Fetzen. 19.49 Uhr. Das war das Abendbrot. Das war das Abendbrot? Ist das dein Ernst? Am Freitagabend? Schämst du dich überhaupt nicht, oder was? Was soll denn das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du mir so etwas anbieten? Ey, hör doch mal auf, ich trainiere gerade. Sag mal. Was soll denn das denn? Kamera, Licht, reiß dich zusammen. Ey, guck nicht so. Oh, ihre Augen sind so rot. Ja, oh, furchtbar, so schlimm. Das war das Armbrot? Ist das dein Ernst? Das willst du mir anbieten? Das geht jetzt nicht mehr. Das ist doch scheiße. Du hast die Szene versaut. Das kann ich jetzt nicht mehr verarbeiten in meinem Blog. Das ist doch alles gestellt. Das ist doch gestellt, dass ich so schlecht bin. Eigentlich bin ich ja der totale Profi-Schauspieler. Das ist eigentlich komplett gestelltes Leben. Wir haben die Kinder gestellt erzeugt. Wir haben alles nur gestellt. Die sind eigentlich aus Plastik. Wir haben eine Duracell im Arsch und ihre läuft gerade aus, offensichtlich hier, weil. Hat einen Kicherschock. Ja, hier, die Duracell ist auch schwach. Da, von dem da. Austauschen. Und dann gleich plack, plack. Und dann läuft die wieder wie geschmiert. Verrückt. So, sag mal gute Nacht, auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.